Was ist hier denn los? Zieht das aus! Hallo! Wo sind wir denn, Jungs, überhaupt? Wir waren gestern im Meer, sind geschoben und irgendwie sind wir jetzt hier gelandet! Und was ist das für ein Ort? Ich verstehe das nicht! Hier ist alles überhaupt aus Pappe! Lass uns diesen Ort erkunden und sehen, was hier... Ja, komm schon, komm schon, komm schon! Ja, ich bin einverstanden! Lass uns doch mal gehen! Ja! Das ist nur eine leere Kiste! Oh, was ist das? Sieht aus wie eine Tür! Lass mich sie öffnen! Odyssee! Was ist passiert? Oh mein Gott, der wurde von einem Monster gefangen, niemand! Ja, wir müssen irgendwelche Waffen finden, damit uns dieses Monster auch nicht erwischt! Ja, Niemann, du hast recht, ich habe Angst! Wir sollten auf jeden Fall eine Waffe finden! Such mal, Niemann! Wo könnte das sein? Was ist da? Was ist da? Ein Paddel! Ja, wir brauchen Licht! Und was ist das hier? Eine Schwimmmaske und Knochen? Oh mein Gott, was ist das für ein Ort? Ich habe Angst, oder? Hier ist jemand gestorben! Weg von mir! Pfui! Stas, mach dir keine Sorgen. Ich habe eine Waffe gefunden. Oh mein Gott, Timon. Die werden wir bestimmt brauchen. Ich sehe mal nach, was ich hier habe. Opa, was habe ich hier? Walkie-talkie. Geil. Fang, Timon. So ist das. Wenn wir uns verlaufen, dann können wir uns kontaktieren. Ja, Timon, das werden wir auf jeden Fall brauchen. Schauen wir mal, was es noch hier gibt, Freunde. Oh, Freunde, da sind Würmer. Jemand muss sie zum Fischen vorbereitet haben. Ich glaube, die können wir auch gebrauchen. Meinst du nicht? Ja, nimm das alles mit. Ich hoffe, wir können damit endlich herauskommen. Ich nehme alles mit. Nimm alles, nimm. Und jetzt, was haben wir hier? Fischfutter. Und das kann auch nützlich sein, nicht wahr? Ja, es wird sicherlich nützlich sein, denn wir wissen nicht, was hinter dieser Tür ist. Ja, du hast recht. Ich schüttle ein bisschen meine Tasche. Ist das gut? Ja, nimm. Ja, sag mal. Was ist denn das hier? Oh, das sieht aus wie eine Waffe. Und was ist für ein Zeug da drauf? Nimm es das. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Aber einerseits, was ist, wenn es da riesige Monster gibt? Und es könnte viel nützlich sein. Nee, ich glaube nicht, dass wir dieses Zeug mitnehmen. Ja, ich glaube, diese Waffe wird reichen, Niemand. Ja, erst das. Und was sollen wir jetzt machen? Komm, sag es mir. Bevor wir weggehen, Niemand, müssen wir irgendwelchen Hinweise finden, ja. Ah, du hast recht. Wir wissen nicht einmal, wo wir jetzt sind. Also lass uns nach Hinweisen suchen. Ja, okay. Ich sehe mal nach, was da hinten ist. Timon! Was? Schau mal, was ich gefunden habe! Lass es uns anschauen. Oh, das ist ein Video. Drück mal auf Play. Okay. Wer dieses Video anschaut, sollte wissen, dass ihr euch in einem Unterwasserlabor befindet, in dem geheime Experimente durchgeführt werden. Wir haben eine Flüssigkeit erfunden, die Menschen in Meeresmutanten verwandelt. Und da es eine Panne im System gab, sind die Mutanten wahrscheinlich immer noch da und draußen. Hast du gehört, was er gesagt hat, Mann? Jetzt fange ich auch etwas zu verstehen. Ja, ein bisschen. Das ist weiter. Das hat schon... Lange Zeit im Labor zu sein, ist sehr gefährlich. Ihr sollt vorsichtig sein, weil sich wahrscheinlich die ganze Mannschaft in Meeresmutanten verwandelt hat. Wenn ihr euch dieses Video gerade ansieht, müsst ihr euch beeilen, denn ich habe mich wahrscheinlich auch in einen Mutanten verwandelt. Und zwar schnell. Wir sind also nicht nur wegen dem Mutanten gefahren, sondern auch wegen der Luft. Ja, Niemann, das bedeutet, dass diese Mutanten uns nicht entführt haben. Wir müssen hier raus, ohne ihn retten. Los, geh mal, dahin. Ja, lass es, geht, komm. Komm schon, Niemann, komm, langsam. Schon gut, ich komme, ja. Es ist wunderschön, nicht wahr? Wir sind tief unter Wasser. Es ist wunderschön, nicht wahr? Ja, aber trotzdem unheimlich. Oh, Timon, hast du es gesehen? Dort gerade eben. Gesehen. Nee, ich weiß nicht, ey. Ich glaube, ich habe mir da etwas eingebildet, glaube ich, oder so. Oh, das ist schlecht, ey. Hörst du das? Ja. Das Labor ist mit einem automatischen Sauerstoffsystem ausgestattet. Der Zugang zum Sauerstoff wird eingeschränkt. Das System soll sofort neu gestartet werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb wiederherzustellen. Ja, was sollen wir jetzt tun, Timon? Wir müssen uns aufteilen und einen Weg nach draußen suchen. Ja, Timon, hast du dein Walkie-Talkie dabei? Ja, ich hab's dabei. Ja, also werden wir uns aufteilen und uns melden, wenn wir etwas brauchen. Ja, so machen wir. Nein, ich nehme die Waffe mit. Ja, komm schon. Nein, ich nehme sie. Nein, gib's her. Ich nehme sie. Nein, ich nehme das. Okay, nimm. Aber wenn mir etwas passiert, dann hilf mir. Ja, komm schon, wir teilen uns auf. Oh, warum heult die Sirene, Mann? Ich verstehe nicht. Oh, mir ist eine Flosse gewachsen. Diese Mutter hat mir Fallen aufgestellt. Ich glaube das nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Ganz vorsichtig. Ich hoffe, ich verwandle mich nicht auch in einen Mutanten. Stas, ey, hörst du mich? Du weißt, dass es hier Fallen gibt und ich verwandle mich in einen Fisch. Wir müssen etwas tun, so schnell wie möglich. Auf geht's, komm, Stas, ey. Oh mein Gott! Was ist das für Leute? Was ist das? Oh! Timon ruft mich an! Timon, kannst du mich hören? Ich kann nicht hören, Leute! Also gut, okay. Wie schön das ist! Oh! Wow! Oh. Oh.
explodiert. Was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Ich muss es zerreißen. Oh, was ist mit meinen Händen passiert? Freunde, ich sehe wie eine echte Krabbe aus SpongeBob oder so. Oh mein Gott, aber es ist ziemlich cool. Ich kann die Sachen einfach schneiden. Hopp, 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 schaut mal. Freunde, was macht der Dreizack von Poseidon hier? Und dieser Propeller auch so? Ich glaube, es ergibt einen Sinn. Jemand hat sich hier versteckt und den Luftschacht blockiert, um die frische Luft rauszuhalten. Und wir haben uns alle Mutanten verwandt. Ich werde ihn rausziehen. Ich hab's geschafft. Los geht's. Ja, Leute, es funktioniert. Und jetzt kriegen wir Sauerstoff, frische Luft und wir werden überleben. Und jetzt, wo wir Sauerstoff bekommen, haben wir etwas Zeit gewonnen. Interessant, woher ist denn diese Dreizack hier? Obwohl, das macht doch Sinn, denn wir sind unter Wasser und Poseidon ist der Gott des Meeres. Wie auch immer, ich muss jetzt weitermachen, Freunde. Oh, hier ist ein echter Bildschirm. Das ist eben deaktiviert, Leute. Seht ihr? Es ist bei 11 Grad stehen geblieben. Und das ist nicht richtig. Ich muss etwas tun. Oh, hier ist es, Freunde. Ich versuche, das Ding nach links und rechts zu drehen und es auf eine normale Temperatur zu bringen. Und dann wird es vielleicht besser. Ja. Das klappt einfach nicht, Freunde. Ich habe diese Schere anstatt Hände. Und ich krieg's nicht zu fassen. Was soll ich jetzt machen? Krabs, Papastas, komm endlich, denk nach. Ich hab's, Freunde. Ich muss hier jetzt eine Schere hinlegen und die andere hier und dann das Ganze drehen. So, so, es geht doch. Ja. Oh, ja, es geht. Die Temperatur ist auf 20 Grad angestiegen. Ja, es funktioniert. Ich muss die Mod finden und gute Nachrichten übergeben. Stas, bist du das? Ja, ich bin Simon. Was machst du denn hier? Warum siehst du aus wie eine Krabbe, ey? Wie ein Mr. Krabbe. Das sagst du mir? Hast du dich mal gesehen? Du siehst wie ein Babyshark aus. Das ist nicht lustig. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Ja, ich sag's dir, du bist ein Babyshark, Alter. Auf. Okay, geh mir nach OEC suchen. Los geht's. Wasser. Oh mein Gott. Das. Was ist das? Was passiert, Timon? Das ist nicht lustig. Wir sitzen in der Klemme. Wir werden hier alle ertrinken. Ertrinken wir, Timon? Wir müssen ran. Schnell, ran. Schnell, komm. Komm, beweg dich. Lauf. Komm, sonst ertrinken wir. Was nervt. Oh, Odyssee, was ist mit dir passiert? Oh, Leute, was ist denn hier los? Was machst du in diesem Zimmer? Und warum siehst du wie eine Meerjungfrau aus? Soweit ich mich erinnere, sind alle Meerjungfrauen schön. Nicht so wie er. Okay, wir sind Meerjungfrauen aus einer höheren Schicht, aber ihr seht aus wie Landstreicher. Das ist nicht Detmar. Ach, wie auch immer, Odyssee, erkläre uns, wie du dich in eine Meerjungfrau verwandelt hast. Und was ist das überhaupt für ein Raum hier? Ich wurde von irgendwelchen Monstern gefangen und geimpft. Und jetzt habe ich mich in Meerjungfrau verwandelt, Leute. Wir müssen also etwas tun, um wieder wie normale Menschen zu werden, Jungs, ey. Lass uns mal sehen, ob wir in diesem Raum etwas finden können. Ist das okay? Ja? Ja, ich bin einverstanden. Auf geht's. Wie soll ich den jetzt suchen, Leute? Was ist das, Freunde? Seht her, das war auch einmal ein Mensch. Und jetzt ist das hier. Furchterregende und komische Kreaturen, Freunde. Für sie alles vorbei. Ja, das sind furchterregende und komische Kreaturen. Ich hoffe, ihr schafft's. Odyssee, was ist denn das hier? Dieses Gerät, Dämon, kann dich in jede beliebige Kreatur verwandeln, wie du willst. Ha, wenn dieses Gerät dich in jede beliebige Kreatur verwandeln kann, dann kannst du dein Mensch wieder sein. Ich glaube schon. Großartig, du sollst dich hineinkriegen und es ausprobieren. Wir wissen nur nicht, wie man es benutzt. Ich weiß auch nicht, Kumpel. Komm schon, Gerät hier hinein. Komm schon. Odyssee, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Es ist an der Zeit, dich zurück in einen Menschen zu verwandeln. Also, welchen Knopf sollen wir drücken? Den roten oder den blauen? Natürlich den roten, Niemand. Ja, ich glaube, rot ist die Farbe, die gefasst hast. Nein, rot ist gut. Du verwechselst das, Freunde. Bedeutet rot normalerweise etwas Gutes, stimmt? Ich würde den blauen wählen, Mann. Du redest ganz schön viel, Niemand. Freunde, ich hoffe, dass es mir dann wieder gut gehen wird. Ich hoffe, ich werde es überleben. Odyssee, mach dir keine Sorgen. Du wirst sicher wieder ein Mensch werden. Mal sehen. Was ist mit dir passiert? Stas, ich glaube, wir haben es doch schlimmer gemacht. Seid ihr wahnsinnig? Was habt ihr mit mir gemacht? Odyssee, mach dir keine Sorgen. Wir lieben dich trotzdem. Egal, ob du eine Meerjungfrau bist oder nicht. Du kannst in unserem Pool leben. Seid ihr blöd oder was? Ich will einfach Odyssee sein. Also gut, wir haben noch einen Kopf. Lass uns ihn mal aus. Krieg hinein. Komm schon, hier, nimm das. Nee, krieg hinein.
Ich hoffe, Odyssey, dass es dir helfen wird. Das hoffe ich auch. Ah, ich glaube, er verwandelt sich in ein Ei. Los geht's, los geht's, los, los, los. Ja, lass uns mal schauen. Oh, Odyssey, du bist wieder normal. Er ist wieder ein Mensch. Es hat geklappt, Freunde. Ich hab doch gesagt, dass ihr den blauen Knopf sehen sollt. Ja, Leute, ich fühle mich gerade sehr gut. Toll. Und jetzt lass mich hineinkriegen, um diese Flosse verschwinden zu lassen. Einverstanden, los geht's. Ja, komm rein, komm, komm, komm schon, komm. Komm. Komm schon, Niemann, komm schon. Ich drück den blauen Knopf. Los, komm schon. Oh, Niemann. Oh, was hast du denn da? Ja, ja. Und gib mir 5. Obwohl, ja. Und jetzt du, komm. Ja, jetzt werde ich es versuchen, Freunde. Ich bin jetzt dran. Ich werde auch ein Mensch. Ja, komm schon, krieg hinein. Niemann, ich bin bereit. Drücke den Knopf. Okay, ich drück schon. Los geht's. Oh, mein Name. Was war das? Es hat nicht geklappt, oder? Es hat geklappt. Aber wie ist das passiert? Ich kann nicht verstehen. Es hat nur halbwegs geknappt. Wir haben die so. Ein Arm ist wieder normal, aber was mit den anderen? Nein. Ich glaube, das Gerät ist kaputt oder die Batterie ist leer. Nope. Jetzt hast du noch eine Schere. Woher hast du dich über mich lustig gemacht? Jetzt bin ich dran. Odyssey, das ist doch kein Scherz. Man darf darüber nicht lachen. Wir müssen von hier verschwinden. Habt ihr das verstanden? Oh ja, du hast recht. Und was sollen wir jetzt tun? Leute, macht euch keine Sorgen. Wir müssen die Batterien finden und dieses Gerät reparieren. Los, komm, ja, versuch. Recht! Komm, sucht! Wer ist denn das? Es ist halb Mensch, halb Delfin! Was hat er gesagt? Ja, sei still! Ich höre zu! Ich hab verstanden, Freunde! Wie kannst du den verstehen? Ich weiß, warum ich verstehe, Freunde! Ich verstehe ihn, weil ich noch eine halbe Krabbe bin! Ja, das ergibt Sinn! Du bist eine halbe Krabbe, jetzt übersetzt es für uns! Beruhigt euch, Leute! Ich werde selber reden! Was? Leute, ich habe alles verstanden, was er gesagt hat. Also, Freunde, dieser Delfin hat mir erzählt, dass auch er einmal ein Mensch war. Und nach der Injektion, die man ihm gegeben hat, ist er plötzlich so geworden. Halb Mensch und halb Delfin. Und er hat auch gesagt, dass dieses ganze Unterwasserlabor sehr gefährlich ist. Hier gibt es noch mehr Mutanten. Wir müssen uns beeilen, hier rauskommen und dieses blöde Labor in die Luft jagen, um die ganze Menschheit zu retten. Yes, aber du musst ihn fragen, wie wir aus diesem Labor rauskommen sollen. Okay, Leute. Ja, ich hab's. Also, was er uns jetzt gesagt hat, ist folgendes. Freunde, der Delfinmann hat mir gesagt, dass es hier irgendwo ein U-Boot gibt und wir sollten es auf jeden Fall benutzen. Aber um es zu finden, müssen wir ihm etwa helfen. Und er wird uns helfen, hier rauszukommen, ja! Also gut, Delfinmann, komm schon, hilf uns hier herauskommen. Ja, lass uns gehen, komm, schneller. Ja, komm, raus. Leute, der Delfinmann hat uns gerade gesagt, dass er nicht mitkommen wird. Er kann nicht gehen, weil er mutiert ist und kein normales Leben führen kann. Aber er wird uns helfen, hier rauszukommen. Und wir werden rauskommen. Und ihm vielmals danken. Ja, danke schön. Vielen Dank, Delfinmann. Komm, lass uns endlich umarmen. Die Tür geht auf, Leute. Ja, die Tür geht auf. Komm, wir gehen, jetzt komm. Na, komm schon, tschüss. Auf Wiedersehen, Delfinmann. Leute, wo sind wir jetzt? Was ist das denn hier? Ich glaube, diese Raketen müssen da rein. Warum denn so? Ich glaube, wir müssen die Raketen nach vorn drehen und jede Farbe, die markiert ist, dort hineinschicken, damit das Labor explodiert. Ja, das hat der Delfin auch gesagt. Oh, was ist denn da drüben? Ich glaube, das ist unser U-Boot. Oh ja, richtig. Was machen wir jetzt, Simon? Schau mal, Stas, wir müssen die Raketen nehmen und sie dort hineinbringen. Genau hier. Ich glaube, hinein, komm. Ja, gleich. Oh gut, Freunde, ich bin bereit, die Raketen an ihren Platz zu bringen. Also bringen wir sie da hoch und jetzt weiterschieben. Ah, schon gut. Also pass auf, Leute, Geh rein. Vorsichtig. Ja, komm, noch ein bisschen. Stas, komm, ich geb dir keinen Schubs, komm. Ja, es hat geklappt, yo. Bravo, Leute, und jetzt bitte die zweite Rakete. Ja, komm, da rein, komm. Ja, gut gemacht. Bravo, hast du geschafft, ja. Super, Leute, okay, lass uns weitermachen. Ja, jetzt haben wir alles geschafft und die Rakete ist drinne. Leute, schaut mal, was ich hier drin gefunden habe. Oh mein Gott, was ist das denn? Und Leute, die Monster sind hinter uns her. Das sind ja die Monster, die mich gefangen haben. Und so wie ich das sehe, Jungs, sind sie hinter uns her. Schaut mal. Wir müssen sofort von hier wegrennen.
Oh, oh Mann, seht mal, wie furchterregend das aussieht, Leute. Oh Leute, so oh Mann, das ist wirklich eklig. In 2 Minuten fliegt das Labor in die Luft. Leute, wir müssen schnell in das U-Boot reinsteigen. Geh schnell rein. Oh Leute, ich habe eine schlechte Nachricht. Mann, es gibt nur Platz für 2 Personen. Nein, Leute, was sollen wir jetzt endlich machen? Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen schnell etwas einfallen lassen. Was sollen wir denn nur tun? Also, ich weiß nicht, was ihr machen sollt. Ich steige ein, ich bin der Glückste und ich muss die Menschen retten. Ihr müsst es selbst entscheiden. Tschüss. Stas, ich glaube, du sollst gehen. Komm schon, Stas. Nein, Bruder, du sollst gehen. Du bist mein kleiner Bruder. Du sollst in das Boot steigen. Und du hast auch das ganze Leben vor dir. Ich bin sowieso eine halbe Krabbe. Ich habe keine Zukunft. Wir sind spät dran, komm mit. Mach's gut, geht schneller. Und ich bleibe hier und ich werde alleine sterben. Tschüss, das, wir werden dich vermissen. Du bist der beste Bruder der Welt und du bleibst für immer in unseren Herzen. Mach's gut, wir werden uns nie wieder mehr sehen, ich liebe Mach's dich. Gut. Leute, wir sehen uns im Paradies. Freunde, nur noch 1 Minute und dann wird es explodieren und alle hier töten. Ich muss lange nachdenken und sehen, ob es doch überhaupt Hoffnung gibt. Ich werde noch nachsehen. Hier ist nichts. Was ist hier? Oh, eine Art Medizin oder so. Was ist das? Das ist, glaube ich, gar nichts. Auch nichts. Weg damit. Oh, und hier ist eine grüne, gewerbte Flüssigkeit. Ich habe nichts zu verlieren, Freunde. Ich werde es einfach trinken. Vielleicht klappt's. Hat's geklappt? Nein, es hat nicht geklappt. Oh nein, Freunde, die Ungeheuer kommen. Oh, die Schere ist weg, Freunde. Mein Name ist wieder normal. Ja, ich muss noch etwas mir einfallen lassen. Was ist das? Was ist hier? Hier vielleicht? Oh, ein Tauchanzug. Der könnte mir nützlich sein. Was ist das hier? Noch ein Tauchgerät. Ja, damit könnte ich unter Wasser atmen. Ja, das könnte ich auch gebrauchen. Oh, was ist das? Eine Unterwassermaske, meine Freunde. Und damit kann ich, ich glaube, unter Wasser sehen. Da kommen die, was soll ich jetzt tun, Freunde? Ich kann es schaffen. Frische Luft, endlich! Warte! Endlich mal! Oh mein Gott, wir sind gerettet! Interessant, wie es das jetzt geht! Er ist im Meer und ich glaube nicht, dass ihn jemals wiedersehen wird! Nein! Nein! Du bist gerettet! Ja, Mann! Oh, Leute! Das ist auch nicht zu fassen! Stas, wie hast du das überlebt? Zeig es uns! Leute! Das ist eine lange Geschichte! Aber irgendwie hat Papa Stas das geschafft, Alter! Ja! Wir haben die Menschheit gerettet! So, Freunde, das war unser Video! Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like! Abonniert den Kanal! Und bis bald!